Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorzocker und zwar mit den Vorzocker Awards. Die Gewinner von 2012 stehen fest, ihr habt abgestimmt, aber das hier ist der zweite Teil. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann müsst ihr hier klicken. Da findet ihr unsere Folge mit den ersten vier Kategorien, die da waren. Geilster Typ, schärfste Schnitte. Don't Believe the Hype und bestes Handheld-Spiel. Das habt ihr also verpasst. Also hier klicken, wenn ihr euch das noch anschauen wollt. Ihr könnt aber natürlich auch genau hier bleiben, denn wir machen jetzt mit Teil 2 der Vorzocker Awards weiter. Die restlichen vier Gewinner wollen gezogen bzw. präsentiert werden. Ihr habt entschieden und jetzt in der Kategorie Beste Hardware 2012. Wii U. Obwohl erst Ende 2012 in die Läden gekommen, sind die Vorzocker-Fans bereits voll überzeugt von Nintendos neuer Konsole. So sehr, dass sich die Wii U mit großem Abstand den Award als beste Hardware des Jahres sichert. Tja, eine neue Konsole haut direkt rein. Fast 50% der Stimmen für die Wii U. Absoluter Kracher und ein gutes Ding für Nintendo. Auf jeden Fall. Relativ spät gestartet, verkaufstechnisch ja zumindest hierzulande auch jetzt noch nicht so der unfassbare Oberburner. Mhm. Aber umso erfreulicher natürlich, dass die noch relativ junge neue Hardware bei euch so gut angekommen ist und abgeschnitten hat. Ich meine, man muss ja auch zugeben, die einzig wirklich ganz neue Hardware war ja tatsächlich die PS Vita. Ja, die auch auf dem zweiten Platz gelandet ist. Mit so 25%. Genau, also schon abgeschlagen, das muss man schon sagen. Also das Handheld kommt so wahnsinnig gut auch bei euch noch nicht so in allen Belangen weg. Gut, vielleicht noch Startschwierigkeiten, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Die beiden Updates, die natürlich noch zur Auswahl standen, nämlich der XL-Bruder des 3DS, als auch die neue PS in der Super Slim-Version, die sind ja wirklich nur marginale Upgrades bereits existierender Hardware-Versionen, insofern weit abgeschlagen. Ja, das war fast zu erwarten, dass jetzt nicht die PS3 Super Slim irgendwie auf Platz 1 landet, wenn Nintendo da mit einer neuen Konsole ankommt. Trotzdem fand ich das schon ein sehr überragendes Ergebnis. Definitiv. Und auch gute Vorschusslorbeeren für Nintendo für dieses Jahr, weil die Verkäufe, die laufen ja im Prinzip gerade erst an. Ganz genau. Und ich muss auch sagen, man hat ja auch kleine Problemchen schon mal mit der Hardware. Ne? Also wenn man jetzt, ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn ihr Wii U-Besitzer seid, der Update-Wahnsinn beziehungsweise die Wartezeiten, die man da teilweise hat. Das ist schon irgendwie alles noch nicht so richtig schön, aber umso erfreulicher, dass euch die Vorzüge der Konsole offensichtlich besser gefallen haben als die kleinen Nachteile. Ja, im Prinzip, was mich im Moment noch so ein bisschen stört, ist das magere Line-Up. Also ich brauche definitiv noch wesentlich mehr Spielstoff für die Wii U, damit ich sagen kann, boah, was ein geiles Teil. Aber du hast ja auch noch nicht, wenn ich das mal kurz sagen darf, du hast ja auch noch nicht Zombie U gespielt zum Beispiel. Ich hab's da liegen und ich bin nicht dazu gekommen, weil du weißt, Weihnachten und so weiter, da nimmt man sich alles Mögliche vor und landet dann am Ende doch nur beim Kaffee trinken bei der Familie. Wir haben uns auch was vorgenommen und zwar eine neue Kategorie und die werden wir jetzt auch direkt umsetzen. Derbster Style, dazu hatten wir ebenfalls aufgerufen. Also welche Spiele stechen ganz besonders aus der Masse heraus durch eine individuelle Optik, durch einen individuellen Ansatz, so was das Ganze grafisch angeht. Ich habe gewonnen bei Derbster Style. Auch, aber du warst leider nicht nominiert, zumindest nicht dieses Jahr. Denn der Gewinner ist... Borderlands 2. Lebensfeindlich, schwarzhumorig, kunterbunt. 2Ks Ballerrollenspiel entführt uns in eine Welt der krassen Gegensätze und kann genau damit mächtig punkten. So sehr, dass Borderlands 2 den Vorzockerpreis für den derbsten Style 2012 ergattert. Ja, herzlichen Glückwunsch an Borderlands 2. Das ist definitiv sowieso auch eines der besten Spiele, die uns letztes Jahr in die Finger gekommen sind. Das stimmt auch vom Gameplay her alles, aber dieser Cell-Shading-Look, der ja auch lange out war. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo alle gesagt haben, boah, ey, schon wieder ein Spiel in dem Look. Der ist offensichtlich wieder ganz gut im Kommen. Ja, weil zumindest ja auch früher viele Spiele dann auch so ein Comic-Ambiente hatten. Also die ersten, wenn man denkt an Jet Set Radio, das war ja lange Zeit auch so ein bisschen, wo man sagt, ja gut, es ist alles auch ein bisschen munterer und ein bisschen lustiger. Und in diesem Fall ist es natürlich einfach eine tolle Mischung. Die Gewalt wird irgendwie abgemildert, die können sich noch viel mehr leisten, da noch viel freakigere Figuren machen. Und es ist so bösartig und drüber das Ganze, aber gleichzeitig halt durch diesen Comic-Stil immer so ein bisschen entschärft. Ist auch ein cleverer Schachzug und passt aber auch einfach zur Stimmung des Spiels einfach super. Also ich meine, es wurde ja auch eine Zeit lang Cell-Shading, das war so in diesem Umbruch zwischen SD und HD quasi, wurde das ja so ein bisschen benutzt, um grafische Schwächen zu kaschieren. Mhm. So, das ist ja jetzt heute nicht mehr der Fall.
Also das zumindest stimmt, ja. Nicht bei Borderlands. Nee, aber auch da, wenn wir auf die Zahlen gucken, um euch dann natürlich aufzuklären, wie ihr denn abgestimmt habt. Nicht mal 30% hat Borderlands bekommen, was trotzdem immer noch ein klarer erster Platz ist. Aber die Konkurrenz ist relativ eng beieinander. Das heißt, auch ihr seid euch da nicht so einig, wie in anderen Kategorien das der Fall war. Ja, Lollipop Chainsaw hat Platz 2, Asuras Wrath, mein persönlicher Favorit wäre es tatsächlich gewesen, auf Platz 3. Damit kann ich mich zufrieden geben. Ja, das stimmt. Auf dem letzten Platz mit knapp 15% Darksiders 2, was ja auch leider kommerziell, obwohl es ein sehr, sehr schönes Spiel ja wirklich ist, ein bisschen baden gegangen ist weltweit. Was uns auch sehr leid tut natürlich für THQ. Ja, echt. Ganz persönlich. Aber 15% zeigt halt, alles andere rangiert zwischen 15% und 28%. Also ja. Relativ eng gefasst. Aber ist auch schön, denn Style ist natürlich eben Geschmackssache. Und stylisch waren sie eben alle. Jawohl. Und damit kommen wir auch schon zu einer von den beiden Königsklassen. Wir gehen so ein bisschen aufs große Finale der Vorzocker Awards zu. Und wir beginnen mit dem Gewinner in der Kategorie Bestes PC-Spiel. Call of Duty Black Ops 2. Ganz vorne in den Verkaufscharts, ganz vorne in eurer Gunst. Activisions alljährlicher Bildschirmkrieg begeistert die Vorzocker-Zuschauer auch mit dem aktuellen Zukunftsszenario. Herzlichen Glückwunsch! Den Preis für das beste PC-Spiel bekommt Call of Duty Black Ops 2. Und wenn man jetzt denken würde, aufgrund der Tatsache, dass Black Ops bzw. Call of Duty durch den kommerziellen unfassbaren Erfolg auch mit weitem Abstand gewonnen haben müsste, dem müssen wir eine, ja, wie soll man sagen, Gegenerklärung entgegenstellen, denn ja. Der Abstand, mit dem es gewonnen hat, ist extrem gering. Ja, der zweite Platz geht an Deponia, ein ja. Spiel aus deutschem Hause, ein schönes Point-and-Click-Adventure, also gar nicht dieser Mega-Blockbuster wie ein großes Call of Duty, sondern wirklich ganz, ganz, ganz knapp dahinter. Deponia, das finde ich super. Absolut. Und auch die anderen Nominierten, die wir hatten, zum Beispiel Diablo 3 oder XCOM, das Revival oder Guild Wars 2 als MMORPG, das zeigt irgendwie, wie vielseitig natürlich im PC-Bereich es auch zugegangen ist in diesem Jahr. Und alle Spiele liegen eng beieinander. Also wir reden hier tatsächlich, der Gewinner hat 22,5% und der Letztplatzierte 17. Alles andere befindet sich in diesem 5% Plus-Minus-Raster. Das finde ich schon richtig geil und zeigt eben, ja, einerseits vielfältig, andererseits eure Geschmäcker sind verschieden. Und das ist fein, dass Call of Duty da keinen Durchmarsch gemacht hat, wie sonst überall. Ja, wenn wir im Jahr 2013, wir wissen ja jetzt noch nicht, was so alles dann ansteht und was letztendlich dann in den nächsten Vorzocker Awards nominiert wird, aber wenn wir da wieder sowas haben sollten, dann nehmt doch bitte was von Dedelic. Das finde ich cool, wenn so ein Underdog gewinnen würde. Absolut. Underdog, ja, halb Underdog, ne? Also in ihrem Underdog-Ding sind sie ja schon sehr Overdog. Ja. Aber ich weiß, du hast vollkommen recht natürlich. Also absolut gesehen sind sie totale Underdog. Aber genug vom PC, wir kommen zur Konsole, zur umfangreichsten, größten und letztendlich wahrscheinlich auch, doch kann man sagen, für uns wichtigsten Kategorie bei den Vorzocker Awards. Und alle PC-Gamer so, buh. Ja, disst, macht es, wenn ihr meint. Ja, disst uns, wir können das vertragen. Wir können das vertragen. Satte 10 Kandidaten standen auf jeden Fall bei den Konsolenspielen, dem besten Spiel des Jahres 2012, für euch zur Auswahl. Und der Gewinner ist folgender. Assassin's Creed 3. Keine Frage, der Settingwechsel hin zum amerikanischen Bürgerkrieg und die frischen Seeschlachten haben Ubisofts Meuchelsaga gut getan. Ein überragender Platz 1 bei den Vorzocker Awards für Connors Schleicheinstand. Tja, in der Politik ist das, glaube ich, ein wahrer Erdrutschsieg. Ja, also so mancher führender Spitzenpolitiker würde sich über solche Wahlergebnisse erfreuen, denn Assassin's Creed 3 hat die Konkurrenz einfach nur links und rechts abgewatscht. Absolut. Knapp 50%, 45% irgendwas der Stimmen sind tatsächlich auf Assassin's Creed 3 gefallen. Der absolute, absolute Oberwahnsinn. Der bei der Konkurrenz auch wirklich vollkommen überraschend kam. Also Ich glaube, bei uns, wir haben alle mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, also so ein eindeutiges Ergebnis hättest du bei 9 Mitbewerbern einfach der Logik nach schon nicht erwartet. Wir fragen uns, ob vielleicht irgendwelche Fanseiten oder so sich gegenseitig mobilisiert haben, gesagt haben, Leute, ihr müsst da voten, damit das Spiel gewinnt. Weil das ist so ein krasser Unterschied zu den anderen. Also ich sag mal, der Zweitplatzierte wäre dann, lass mal sehen, Borderlands 2. Ah nee, Borderlands 2. Borderlands 2 mit unter 10%, also 9,55, das muss man sich mal vorstellen. Und alle anderen sind dann quasi nur noch unter ferner Liefen. Hier, Mass Effect ist dann auf Platz 3 gelandet.
Krass. Ja, also einfach man, krass. Ja, man muss festhalten, dass kein einziges Spiel nicht mal zweistellig im Prozentbereich irgendwie nach Assassin's Creed noch Platz gefunden hat. Alles nur einstellig und teilweise auch desaströs. Schön ist aber wieder, wir hatten eben Call of Duty als bestes PC-Spiel und haben darüber fabuliert, Masse und Klasse und Verkaufsklasse und weiß der Teufel was und deswegen auch die besten Chancen. Pustekuchen, ihr habt euch nämlich ganz schön gegen Call of Duty auf der Konsole. Ja. Auf der Konsole. Obwohl es kommerziell gesehen natürlich mit Abstand das erfolgreichste Spiel des Jahres ist, hat es nur knapp 5% eurer Stimmen bekommen. Das ist der vorletzte Platz. Absolut. Und das ist schon den letzten Platz übrigens, es tut mir wirklich leid, das einzige Rennspiel im Feld. Forza Horizon hat nicht mal 2% der Stimmen einheimsen. Ist aber auch ein Exklusivtitel. Ne? Das ist, dann ist schon richtig, aber Halo 4 ist auch ein Exklusivtitel und hat deutlich besser abgeschnitten. Ja. Aber lässt vielleicht auch auf das Genre Rückschlüsse. Aber Halo ist auch cooler als Forza. Ja, aber das liegt auch im Auge des Betrachters. Ich sehe mich schon den Daniel, unseren Redakteur, der ja ein ganz eifriger Rennspiel-Freak ist, da hinten. Er wollte gerade schon die schweren Kanonen auffahren, hat sie aber gerade durch meinen salomonischen Einwand wieder zurückgefahren. Ja. Also ist schon beeindruckend. Was ist denn? Also, was ja, denn? Mein Gewinner oder was? Ja, genau. Aber bei Konsole tue ich mich ganz, ganz schwer. Bei PC hättest du es direkt sagen können. Nein, aber auch sowas wie Dishonored fand ich halt einfach einen überragenden Titel, der ja auch also wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Aber bei der Auswahl ist es ganz, ganz schwierig. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich abgestimmt hätte und ich habe ja auch nicht abgestimmt. Hat sie tatsächlich nicht. Ich habe mit Argus-Augen habe ich sämtliche Einsendungen überwacht. Nee, wir haben nicht, aber ich weiß es, aber ich bin da genauso quasi ratlos wie du. Ja, also man muss natürlich auch nochmal sagen, in den Kommentaren auf die Nominierungsfolgen haben natürlich viele gesagt, warum ist dieses Spiel nicht dabei? Warum ist das Spiel dabei? Warum fehlt, was weiß ich, zum Beispiel Walking Dead bei PC, haben wir ganz oft gelesen. Wir mussten natürlich irgendwo selektieren, weil ne, es sind unfassbar viele Titel im letzten Jahr erschienen und irgendwo mussten wir dann eine Auswahl treffen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen subjektiv, also eine redaktionelle Entscheidung und wir können es sicherlich nicht jedem recht machen, aber wir hoffen, dass wir so insgesamt den Nerv getroffen haben. Und noch ganz kurz dazu, wir haben ganz bewusst aus Platz- und Zeitgründen auch DLC- oder Download-Spiele weggelassen. Ja. Das ist sicherlich eine Kategorie fürs nächste Jahr, wo man sagen kann, die sind mittlerweile wichtig genug, um eine eigene Kategorie zu bekommen. Aber wir haben sie nicht vergessen, sondern wir haben sie einfach ganz bewusst rausgenommen. Ja, ich bin gespannt, was das Spielejahr 2013 noch hergibt. Wir haben euch ja schon in den letzten Folgen gezeigt, was auf uns zukommt, jetzt zumindest in den nächsten Wochen und Monaten. Also für Spielstoff ist auch in diesem Jahr reichlich gesorgt. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Vorzocker-Runden. Genau. Das wird noch dauern. Das wird noch dauern, aber bis dahin gibt es eben bei uns wieder jede Menge geile Themen aus der wunderbaren Welt der Videospiele. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß beim Zocken. Kleiner Nachtrag noch. Nächste Folge unbedingt einschalten, denn da gibt es was Neues. Also was ganz... Was denn nur? Neues. Was Neues? Ja, ja. Was denn Neues? T-Shirt? Sag ich noch nicht. Neue Hose? Tschüss. Neue Socken?